Eine Bahnsteigkante ist ein System, was im Fußboden des Bahnsteiges verbaut ist und unseren Fahrgästen vor Einfahrt des Zuges anzeigt, ob sie richtig stehen. Wir haben in der Stammstrecke eine Zugfolge von 2,5 Minuten. Das bedeutet, wir haben 30 Sekunden Haltezeit pro Halt und können diese nicht verlängern. Und deshalb zählt für uns jede Sekunde. Wenn wir mehr brauchen, wären wir unpünktlich. Und das wollen wir vermeiden. Als Fahrgast sehen Sie erstmal nur einen schwarzen Betonstreifen auf dem Fußboden, der vor Einfahrt des Zuges anfängt zu leuchten. Zu dem Zeitpunkt sehen Sie erstmal, wo dieser Zug hält. Darüber hinaus zeigt die leuchtende Bahnsteigkante dann mit Symbolen an, wo eine Tür ist. Und die dritte Information ist dann, wo ungefähr ein Sitzplatz sein wird. Dort, wo es grün ist, können Sie davon ausgehen, dass Sie einen Sitzplatz bekommen werden. Wo es rot ist, ist es eher voll. Und so kann sich der Fahrgast vor Einfahrt des Zuges schon richtig positionieren. Wir sind in unserem Coworking Place der DB Mindbox auf das junge Start-up namens Ciot aufmerksam geworden, die damals 2016 einen Betonkubus in die Luft gehalten haben und gesagt haben, den bekommen wir zum Leuchten. In diesen Betonplatten ist unten eine Platine mit einer LED verbaut und von dieser Platine gehen Lichtfaserkabel in den Beton und treten oben an der Oberfläche wieder auf und das leuchtet. Der zweite Strang, den haben wir mit einem weiteren Start-up namens Open Capacity verfolgt und Open Capacity kann aus unseren Fahrzeugen Videobilder auswerten und ermitteln, wie hoch die Belastung und die Auslastung der einzelnen Wagenabteile sind. Und diese Information geht dann per Funk an die leuchtende Bahnsteigkante und so weiß die Bahnsteigkante, was sie anzeigen soll. Wir lernen ja täglich hinzu. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Generation der leuchtenden Bahnsteigkante eine Version haben, die noch einfacher zu verlegen und noch einfacher in Instandhaltung ist und somit auch den Grundstein legen für weitere Ausrüstungen in unserem S-Bahn-Betrieb. Wichtig ist, dass wir zeigen, dass die moderne Mobilität auf der Schiene modern, innovativ ist und auch sexy ist.